Ja, hallo liebe Kids und herzlich willkommen hier wieder beim Basteln mit Eddies Kids. Wir freuen uns heute auf eine spannende Bastelstunde, nenne ich es mal. Wir haben auch wieder ordentlich was vorbereitet und wir hoffen, dass ihr euch zu Hause schon alle Materialien bereitgelegt habt. Kara ist heute wieder mit am Start. Hallo. Die hat auch wieder was vorbereitet und ich fange heute aber erstmal an. Wir haben nämlich nach den ersten 96 Kinder- und Familientagen eine super, super coole Zuschrift von Luke Leon bekommen. Ich habe hier einmal ein Foto ausgedruckt, wie er dabei war hier beim ersten Kinder- und Familientag. Und wir haben eine super Zuschrift bekommen, denn der Luke Leon, der hat fleißig was gebastelt. Und zwar etwas, was in der aktuellen Situation richtig cool ist. Viele von euch kennen das sicherlich. Ihr könnt aktuell eure Freunde nicht so wirklich besuchen. Ihr dürft nicht richtig spielen. Und was für viele am schlimmsten eigentlich ist, man darf seine Großeltern nicht so richtig besuchen. Was macht man also, um denen eine kleine Aufmerksamkeit zu senden? Man bastelt ihnen eine Umarmung. Die seht ihr hier. Die haben wir von Luke Leon bekommen. Wie das Ganze funktioniert, das hat er uns verraten und wir haben das Ganze heute für euch vorbereitet. Wir fangen an als allererstes mit einer Schnur. Dazu braucht ihr als erstes drei verschiedene Wollen. Wir haben die Möglichkeit, entweder, zeige ich euch hier einmal, entweder das Ganze zu flechten, das zeige ich euch gleich als erstes, oder wir können das Ganze auch aufzwirbeln, wie eine große Kordel. Auch das zeigen wir euch gleich, wie das funktioniert. Jetzt fangen wir aber erstmal an mit dem Flechten. Dazu braucht ihr die Wolle und natürlich auch eine Schere. Wenn ihr euch fragt, wie lange ihr die Kordel eigentlich schneiden müsst, dann würde ich jetzt als erstes mal so eine doppelte Armbreite, also von Hand zu Hand, empfehlen. Man sieht die schwarze Kordel jetzt vor dem Pulli wahrscheinlich gar nicht so gut, aber wenn ihr eure Hände auseinanderstreckt, seht ihr, dass die Kordel dort gespannt ist. Das braucht ihr einmal von allen drei Farben. So. Und Nummer 3. Ich habe mich selbstverständlich, wie Luke Leon auch, für unsere Vereinsfarben Schwarz-Weiß-Grün entschieden. Und ich nehme jetzt die Kordeln, nehme die hier vorne einmal zusammen und mache erstmal ganz oben einen Knoten rein. So, lasst ruhig oben etwas überstehen, lieber hier zu viel haben als zu wenig. Dann lege ich das Ganze auf den Tisch und nehme mir einen Klebestreifen und fixiere das Ganze einmal auf dem Tisch. So. Nun kann das schon mal nicht mehr wegrutschen. So, jetzt kommt der spannende Teil. Wie flechtet man? Viele von euch zu Hause wissen mit Sicherheit schon, wie man richtig flechtet. Einige wissen das aber noch nicht. Deswegen hier einmal ein kleiner Einstiegskurs. Ihr nehmt die drei Fäden, zieht die alle so schön auseinander, dass ihr die in drei Richtungen habt. Und jetzt nehmt ihr immer den äußeren Faden und legt ihn in die Mitte rein. Also ich habe jetzt grün in die Mitte gelegt. Jetzt ist der schwarze ganz außen und den lege ich wiederum in die Mitte. Das Ganze muss man hier dann schön festziehen. Jetzt seht ihr als nächstes ist der weiße außen von rechts und der grüne von links. Für euch ist das jetzt die entgegengesetzte Richtung, aber wenn ihr gleich auf die Fäden guckt, dann seht ihr das genauso wie ich. Rechten Faden wieder in die Mitte und dann den linken Faden in die Mitte. Das Ganze wieder etwas festziehen. Und das machen wir jetzt ein paar Mal. Ich mache das jetzt mal hier im Schnelldurchgang. Und das wird mit Sicherheit jetzt erstmal etwas Zeit in Anspruch nehmen. Natürlich habt ihr auch eine sehr lange Strecke, die ihr flechten müsst, weil ihr ja gerade einen sehr langen Faden von eurer
linken bis zu eurer rechten Hand abgemessen habt. So, aber ihr seht, wenn man flinke Hände hat, dann geht das schon ganz schnell. Ich mache immer gleich mehrere Schritte übereinander und sorge vor allem immer dafür, wenn ihr einen Faden rübergelegt habt, dass das Ganze nachher auch festgezogen ist. So, jetzt hätte ich natürlich gerne eine Vorspulfunktion. Dann könntet ihr das Ganze im Schnelldurchlauf sehen, wie man das hier macht. Aber das haben wir leider hier bei so einem Live-Video nicht. Und deswegen nehme ich jetzt einfach meine Fäden und schummel ein bisschen. Ich lege die jetzt einfach zur Seite. Ich zeige euch noch einmal das Ergebnis. So könnt ihr jetzt sehen, sind die ersten Schritte abgeschlossen. Das Ganze lege ich jetzt einfach mal für mich zur Seite, denn ich habe das Ganze für euch natürlich schon vorbereitet. So sieht das Ganze aus, wenn es fertig ist. Ganz wichtig ist, dass ihr an beiden Enden jeweils einen Knoten habt, damit das Ganze nicht wieder aufgeht. Jetzt könnt ihr euch doch schon mal einmal so um den Hals legen für die Umarmung. Passt auf jeden Fall schon mal. Jetzt habe ich euch versprochen, gibt es noch eine zweite Möglichkeit, wie man eine Kordel sich selber machen kann. Dazu brauchen wir wieder unsere Wolle und jetzt muss ich einmal aufstehen. So, ihr könnt das jetzt nicht sehen, weil der Tisch so hoch ist und ich dahinter stehe. Ihr nehmt auf jeden Fall eine Kordel, die von eurem linken bis zu eurem rechten Knie runtergeht. So, bei mir kommt das jetzt ungefähr hin. Das heißt, ich habe jetzt ein Maß. Dann nehme ich den zweiten Faden und messe das Ganze einmal ab, wie lang das sein muss. So, und nun kommt auch der dritte Faden noch. So, auch bei dieser Version auf einem Ende wieder einen Knoten in den Faden machen. Auch hier lasse ich wieder relativ viel überstehen. Kara, jetzt brauche ich mal deine Mithilfe. Und zwar, ihr könnt euch zu Hause einen Gegenstand nehmen, der möglichst fest ist, sodass er nicht nachgibt. Wenn ihr nichts habt, ich sage jetzt mal eine Türklinke oder ähnliches, dann könnt ihr natürlich auch eure Eltern oder Geschwister zu Hause als Hilfe nehmen. Ihr macht hier oben an das Band eine Schlaufe mit zwei Bändern. So. Und Kara als meine Unterstützung darf die jetzt einmal ganz gut festhalten. Magst du das grüne Band auch nochmal halten? Dankeschön. Und jetzt wird es eigentlich ganz einfach. Ich nehme das Band und drehe das jetzt einfach in eine Richtung die ganze Zeit, immer und immer weiter, sodass sich das Band richtig schön aufzwirbelt. So, ich gehe dazu jetzt mal ein Stück zurück, Kamera. So, tschüss. Dauert jetzt einen kurzen Moment. Aber ihr seht, je länger ihr zwirbelt, umso enger werden die Abstände der einzelnen Farben auf dem Band.
schiebe das jetzt mal durch und jetzt seht ihr schon ganz gut hier an dem Faden, dass der anfängt, sich selber so ein bisschen aufzuzwirbeln. Das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ich möchte aber, dass das jetzt hier, wenn ich euch das zeige, möglichst perfekt wird, sodass ich einfach noch ein bisschen weiter drehe. Sieht auch schon ganz gut aus. Okay, jetzt machen wir mal einen Test. Ungefähr auf halber Strecke nehmen wir das und jetzt fängt das Band an, sich aufzuwickeln. Und zwar selber. Jetzt streiche ich da ein paar Mal mit den Fingern drüber. So, wunderbar. Das hat gleich beim ersten Versuch geklappt. Und jetzt seht ihr, fertig ist unsere Kordel. Fast fertig. Denn ganz wichtig, auch hier am Ende wieder einen Knoten reinzumachen. So, dann kann ich eigentlich den überstehenden Kram abschneiden. Den lege ich zur Seite und fertig ist meine Kordel. Die ist jetzt auch im Vergleich zu der, die ich hier eben geflochten habe, natürlich viel dicker und stärker. Und, wenn ich ehrlich bin, ist die auch ein bisschen schneller gemacht. Ja, auch hier machen wir einmal so den Check. Die Länge, seht ihr, kommt wieder gut hin. Da kommen die Hände dann gleich noch drauf. So, das lege ich mal beides zur Seite. Und als nächstes braucht ihr eure Pappe. Die habt ihr euch ja schon bereitgelegt. Und Kara, du hast bestimmt einen Stift für mich, oder? Ja, brauchst du einen... Ich nehme mal diesen hier. Nee. Das ist so ein Feinliner. Dann nehme ich lieber einfach einen Buntstift. Was ich jetzt machen möchte, ist, dass ich meine eigenen Hände aus der Pappe ausschneide. Dazu lege ich sie einfach auf die Pappe und umrande die Finger mit dem Stift. So. Das letzte bisschen macht man nochmal so mit dem Auge. Und das Ganze mache ich jetzt auch mit der zweiten Hand. So, ganz schön dicke Finger habe ich. Na, gut. Jetzt braucht ihr eure Schere, um eure Finger auszuschneiden. Ich mache mir das mal ein bisschen handlicher gerade hier und schneide eine Hand erstmal grob aus. So, ihr könnt jetzt leicht die Zeichnung sehen auf der Pappe und anhand der Linie schneidet ihr jetzt einfach entlang. Ihr seht, jetzt lässt sich langsam schon erkennen, dass es eine Hand wird. So, und schon haben wir die Hand fertig. Da ist sie, meine rechte Hand, fertig gebastelt und ausgeschnitten. Die zweite Hand lege ich jetzt einfach mal zur Seite, das würde so ein bisschen den Rahmen sprengen. Ist natürlich klar, dass wir die jetzt auch nochmal ausschneiden.
Und anschließend könnt ihr ganz vorsichtig mit der Schere einmal beigehen und ein Loch hier reinstechen. Vorsichtig, dass auf der Rückseite nicht ein Finger ist, nicht, dass ihr da reinstecht. Na, der will gerade nicht so. Ja. Meine Empfehlung für euch, lasst das kurz von euren Eltern machen. Dann kann auf jeden Fall nichts schief gehen. Und wer zu Hause hat, der kann für diese Aufgabe auch gerne ein Locher nehmen. Dann ist das Ganze ganz super sauber. So, jetzt habe ich ein Loch in meiner Hand reingeschnitten. Jetzt nehme ich mir meine Kordel wieder. Ach, da habe ich sie hingelegt. Das andere war das Muster. Kann ich sie einmal da durchführen. Und entweder macht ihr jetzt hier oben einfach noch einen weiteren Knoten rein. Dann passt das Band auf jeden Fall nicht mehr durch die Hand. Manchmal, wenn man das Loch sehr groß gemacht hat, muss man auch noch einen zweiten und einen dritten Knoten machen. Also schaut einfach, wie das bei euch passt. Das Ganze macht ihr natürlich auch für die zweite Hand, sodass ihr euch das Ganze um den Hals legen könnt. Und dann ist eure Umarmung schon fast fertig. Jetzt in eurer persönlichen Kreativität keine Grenzen mehr gesetzt. Kara hat schon die Buntstifte bereitgelegt. Ich erspare euch jetzt meine Malkünste zu zeigen. Ihr könnt die Hand jetzt noch ganz bunt mit ausmalen. Ich zeige euch einmal nochmal, was Luke Leon uns gemalt hat. Also natürlich mit Schwarz-Weiß-Grün von 96 drauf. Kleine Aufkleber, Eddies Tatze. Und was zum Beispiel auch ganz toll ist, er hat auf seine Finger geschrieben, was ich vermisse. Zum Beispiel die Aktivitäten mit Eddies Rudel oder die Stadionbesuche bei unseren Roten. Und worauf ich mich wieder freue, zum Beispiel Autogramme sammeln, wenn die Profis dann bald hoffentlich wieder öffentlich trainieren können. Das könnt ihr ganz individuell gestalten, wie ihr wollt. Und dann schickt ihr das an die Menschen, die ihr aktuell gerade sehr vermisst oder die ihr vielleicht aktuell auch nicht in den Arm nehmen könnt. Ja, Kara, und du kriegst jetzt meine Umarmung. Dann geht's mit dir weiter. Okay. Also, ich zeige euch heute, wie man diese coolen Aufklappbilder machen kann. Die sehen erstmal sehr harmlos aus, aber da steckt noch viel mehr dahinter, womit man erstmal gar nicht rechnet. Da haben wir zuerst einmal dieses Hannover 96 Monster. Und als Alternative gibt es diesen kleinen, unschuldig wirkenden Frosch, den man dann so aufklappen kann. Und wir fangen an. Und nehmen uns dafür zuerst einmal die Vorlagen, die ihr euch ausdrucken könnt. Die gibt es auf unserer Internetseite. Und fangen an, die auszumalen. Ich habe mich bei diesem Monster für die Farbe Rot entschieden. Und dann müssen wir nur noch das Innere anmalen. Und da ist mein Tipp, dass ihr das, was innen ist, dunkler malt. Denn wenn ihr in den Spiegel schaut, dann ist das, was weiter drin im Mund ist, auch dunkler als der Rest. Und das macht dann ganz viel von der Wirkung aus, die ihr später seht. Und deshalb werde ich jetzt zuerst einmal das hier schwarz machen. Das ist nämlich am allerweitesten innen. Und dann kann man sich für die äußere Farbe von dem Mund eine andere dunkle Farbe aussuchen. Das wäre dann sowas wie ein dunkelblau oder ein ganz dunkles Grün oder vielleicht auch ein dunkelbraun. Da habt ihr dann freie Wahl. Hauptsache, dass da ein bisschen Tiefe damit reinkommt, damit das ein bisschen aufregender aussieht, wenn man das dann am Ende aufklappt. Wenn ich jetzt zum Beispiel eben hier schwarz genommen habe für die Mitte, dann entscheide ich mich in diesem Fall für ein dunkelblau außen. Noch schöner wäre vielleicht ein ganz tiefes dunkelgrau. Aber das habe ich jetzt gerade nicht da. So sollte das auch funktionieren. Und wenn ihr das dann so weit ausgemalt habt, wie das funktioniert, und alle Details ausgemalt habt, zum Beispiel habe ich hier den 96-Schal dunkelgrün gemalt, damit das passt, und die Zunge rosa. Da geht dann natürlich auch rot oder jede andere Farbe, aber die kann ruhig ein bisschen heller sein, weil die dann ja wieder aus dem Mund rauskommt.
Und am Ende werdet ihr merken, was für eine Wirkung das ausmacht. Das 96-Zeichen male ich auch noch schnell an. Mit einem Feinliner, damit man auch richtig sieht, worum es hier eigentlich geht. Und in fertig, wenn wir ein bisschen mehr Zeit haben, sollte das Ganze dann ungefähr so aussehen. Wie ihr seht, habe ich hier auch noch ein paar Spuckelflecken hingemacht. Dann sieht das noch ein bisschen lebendiger und bewegter aus. Und dann nehme ich mir diese Vorlage, lege die vor mich hin. Und hier habe ich für Tobi auch eine vorbereitet, damit du gleich einmal mit mir falten kannst. Sehr gut. Und dann schaut ihr euch zuerst die mittlere Linie an, diese hier. Mhm. Und falten das einmal so um, genau an der Linie entlang. Das ist ganz wichtig. Das ist nicht ganz genau die Hälfte, aber fast. Okay, das heißt, ich darf das nicht an der Papierkante ausrichten. Genau, weil es nämlich nicht ganz genau die Hälfte ist, auch wenn man das erstmal meinen könnte. Okay. So, und wenn wir das gemacht haben, das haben wir jetzt nur so rumgemacht, damit wir die Linie sehen können, dann dreht ihr das einmal um und faltet das noch einmal so an der Linie, die ihr jetzt ja schon vorgeknickt habt. So, dass das dann so aussieht. Ach so. Genau, so einmal nach innen. Okay. Und dann seht ihr ja, dass hier noch eine Linie ist. Und dann nehmt ihr euch das Papier und faltet es so an dieser Linie noch einmal nach unten. Auch, dass man die Linie gerade so nicht mehr sieht, weil sonst wäre die ja vorne schon mit drauf, was ja das Bild ein bisschen kaputt macht. So, dann habt ihr nämlich die von so oben einmal runtergefaltet. Und dann sieht man gar keine Zähne mehr von dem Monster, sondern das sieht ganz harmlos und freundlich aus. Genauso wie der Frosch. Yay. Und dann habt ihr am Ende diesen Effekt. Ja, dein Monster kennen sie jetzt schon. Bei mir wissen sie noch nicht, was passiert. Aber erschreck dich nicht. So, und da kommt die Zunge raus, um die Fliege zu fangen. Genau. Das ging war's schon. Kurz Meiner und schmerzlos. Ging ganz schnell. Aber ich glaube, auch da können die Kids sich wieder ganz frei ausleben, wie sie ihre Frösche und Monster gestalten wollen. Die Farbe macht ja schon einen ganz großen Unterschied. Und ihr könnt auch Hintergründe malen, dann ist das alles noch ein bisschen bunter. Ja, ich glaube, damit habt ihr auf jeden Fall ausreichend zu tun. Und jetzt erstmal eine schöne Aufgabe, um in die Mittagspause zu starten. Das soll es von uns gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Genau, vielen Dank, dass du auch wieder dabei warst. Und wir geben zurück an Samira. Tschüss. Ciao.